Simon, hallöchen. Hat einen Zwerg doch extra gemacht, um noch ein Tier zu sehen. Ja, ich bin jetzt... Alte 4. Gespammt. Elefant im Porzellanladen. Oder so ähnlich. Ich mag die Musik, ey. Ohne Scheiß, ich finde die so gut. Ich stehe da voll drauf. Ich mag das total gerne. Das passt auch immer voll gut. So. Einrichtung ist ausgefallen. Warum denn nur? Wo denn? Warum das denn? Hol mal einen Techniker ran. Was ist da schon wieder kaputt? Auch wieder kaputt. Jetzt ist alles wieder im Eimer. Techniker unterwegs? Da ist er schon. Ach, wunderbar. So, eine Technikforschung ist auch noch durch. Jawohl, Arktis haben wir durch. Ja, Imbiss. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer welcher war. Wer war denn der freie Mitarbeiter? Ach so, können wir ja hier gleich gucken. Der Burn... Wir machen das, wir nennen ihn jetzt mal... Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache jetzt hinten mal 1, 2, 3 Sternchen ran, hinter den Techniker. Weil dann weiß ich, welcher Techniker der freie Techniker ist. Und dann kann ich dem nämlich sagen, ey, pass auf, forsch mal Imbiss. Ja? Die sind viel zu langsam. Naja, normalerweise schaffen sie es eigentlich. Oh, ist hier dunkel. Was geht denn? Ey, warte mal. Wir haben doch jetzt bestimmt hier neue Sachen, oder? Schöne Lämpchen oder so. Warte mal, müssen wir im Bau reingucken. Lämpchen. Ja, so viele schöne Sachen haben wir ja eigentlich gar nicht. Ist ein bisschen zu hoch. Das wäre hübsch, aber passt nicht so ganz. Arktis, festliche Beleuchtung. Das ist aber auch doof hier. So richtig geile Sachen haben wir hier eigentlich überhaupt nicht. Offenes Feuer ist bestimmt eine gute Idee. Ja? Bestimmt eine gute Idee bei uns. Man merkt, das Spiel rechnet gerade nach. Schön, wenn die, weißt du, wenn die Gäste dann so nah ans Fenster wollen, ja? Dann kriegen sie erstmal ordentlich die Fackel ab. So, hier geht nicht. Hier wird geduscht. So. Ist auch wichtig, ne? Bei 30 Grad musst du auch offenes Feuer aufstellen. Ja? Einfach nur, damit die Temperatur nicht ausgeht. So, Einrichtung ausgefallen. Was denn schon wieder? Hier schon wieder? Techniker. So. Der hier, okay. Und hier ist Chief Beef. Ist nicht zugänglich. Warum nicht? Doch, muss doch gehen, oder? Es ist wieder soweit. Sitzo, grüß dich. Ja, auf jeden Fall. So, ist das jetzt repariert? Nee, ne? Oh, Bericht ist bereit. Bildung ist Katastrophe, aber das wissen wir ja. Da ist er schon. So, Luckpoldis kommt erstmal zu Besuch. Hallo? Sag mal erstmal. Hallöchen, ne? Das Spiel ist schon wieder so ewig laut geworden. Warte mal kurz. Das müssen wir mal ganz kurz organisieren. So ist okay. So ist besser, ne? Okay. Gut, schauen wir uns die Sache mal an. Unser Park ist ja ein bisschen gewachsen. Aber wir fangen vom Eingang aus an. Du kommst hier quasi durch den Park rein. Ja. Und hast dann hier rechts die Känguru-Koala-Gehege. Links ist so ein bisschen Versorgungstrakt und ein bisschen Erholungsbereich. Dann gehst du hier quasi auch wieder rum. Hier ist so noch unser Afrika-Setting. Dann geht's hier hoch zu den Kroko-Gehegen. Ja. Mit dem Wasserfall. Ja. Geht's hier an der Seite schön durch. Kommst du hier hoch und kannst die Krokos einmal angucken, die hier im Wasser tummeln. Müssen wir auch nämlich mal gucken, was da abgeht. Da müssen wir auch mal ein neues Männchen holen. So. Einrichtung ist ausgefallen. Wo denn? Da hinten. Was ist denn mit denen? So. Okay. Zurück.
Haben wir schon überlegt, was haben wir da so ein größeres Projekt. So, da haben wir hier die Dingos. Ringo Dingo. Den geht's hier auch immer ganz zu dir. So, hier geht's dann rüber. Da sind unsere Borneo-Orang-Utans drin. Den geht's auch super. Aber es sind noch nicht viele, ne? Wie viele sind hier drin? 4. Und einer ist im Handelszentrum. Da müssen wir auch gleich reinschauen. So, und dann geht's hier die Treppen rauf. Hier kommen wir dann erstmal bei unseren... Was sind das noch gleich gewesen? Mal schnell schauen. Unsere Miezekatzen auf jeden Fall. Die Jaguare waren das, glaube ich. Ja, Jaguar. Ins Jaguar-Gehege. Das ist im Übrigen, finde ich, nach wie vor auch ein sehr schönes Gehege geworden. Rotes Riesenkänguru wird bald ein altes... Oh nein, es ist eingeschlafen. Es schläft, meine Lieben. Oh, das finde ich, immer traurig. Ausgewachsen. Ah. Ja, hier. Wir rufen mal einen Tierarzt her. So. Tier verstorben, Tier verstorben. Hier auch? Oh nein. Holen wir auch einen Tierarzt schnell. So. Wie geht es dir denn? Stian, grüß dich, hi. Mir geht's hervorragend eigentlich. Ich habe jetzt gerade fleißigst was gegessen und jetzt ist so, können wir weitermachen. Geht auch wieder streamen. Ist wieder einfach Streamzeit. So, hier wird aufgeschrubbt. Das ist auch wichtig im Arktis-Bereich. Schauen wir mal. Dann geht's ja hier die große Brücke rüber. Übers Gehege drüber. Wo man auch dann hier in den Arktis-Bereich eben reinkommt. Jetzt schauen wir mal, haben wir denn eigentlich... Wir hatten für die Tiere hier, glaube ich, sogar schon relativ cool mehrere Tiere gehabt. Wir hatten auch Nachwuchs. Ja, genau. Wir hatten hier zwei Mädels Nachwuchs. Und da wäre jetzt die Überlegung auch wieder herzugehen, das Männchen rauszunehmen aus der ganzen Geschichte und dann neues Männchen zuzugeben. Dann könnte man mit allen drei Damen der Zunft hier dann in die Verpaarung gehen. Das wäre cool. So. Hier hängt auch noch ein Schnitzel. Schaut es hier drinnen aus? Da haben wir jetzt auch die Kühlung reingemacht, weil es hier einfach zu warm war. Aber hier unten drin ist keiner. Hier ist auch überall noch Klimaanlage, weil in Australien Schneebiom aufzubauen ist gar nicht so einfach, haben wir festgestellt. Hier ist nämlich ordentlich warm. Immer. Also wir haben jetzt 39 Grad. Unsere Besucher finden, glaube ich, die Temperatur hier gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, weil das nämlich tatsächlich auch auf dem Weg relativ frisch wird. Und du merkst halt hier in dem Arktis-Teil, da ist halt auch schon ganz schön arg, ne? Also da ist halt auch, da ist halt der Boden tatsächlich Wüste und es schaut so arktisch aus. Ich würde mal fast überlegen, pass mal, Obacht, wie viel Geld haben wir noch? Fast 100.000. Warte mal, was ist das denn hier? Eukalyptus-Futterbaum. Die Koalas, das ist ja geil. Okay, machen wir auch gleich. Müssen wir auch gleich mal reinschauen. Da. Klimaanlage. Stellen wir hier eine rein. Und diese Klimaanlage drehen wir jetzt mal ordentlich runter. Machen wir so auf minus 4 Grad hier runter. Dann kühlt sich der ganze Bereich ab. Und dann legen wir hier einfach mal ein bisschen Zucker aus, ne? Schnee. Oh, der Schnee wird hier hoffentlich nicht halten. Mal gucken. Wo sind wir hier gerade? Bei 10 Grad aktuell. Da hält sich natürlich noch kein Schnee. Mal gucken, ob wir vielleicht eine Schneekanone wäre doch geil. Ja, jetzt friert's an. Ja, jetzt friert's an. Ja, das passt. Minus 4 Grad. Wir könnten noch ein bisschen weiter runterdrehen. So ein bisschen frostiger wird. Aber dann frieren die hier, ne? Der ganze Müll ist ja widerlich. Ja, sehe ich auch so. Na, Maruko? Und was sagst du? Schnee ist gut, ne?
So, pass auf, jetzt mal jetzt das Wichtige, Spezialeffekte. Schneekanone. Wird es vielleicht so ein bisschen, soll so ein bisschen Licht hier reinscheinen, dass wenn man die rauskommt, dass man die gleich sehen kann. Hart, grüß dich, hi! Und Cassie, auch dir erstmal Hallöchen. So, mal gucken, wir haben jetzt hier Veterinärforschung wieder durch. Ah, der Polarwolf wird weiter geforscht, das ist sehr schön und er geht auch weiter gleich. Stevie Wolf kümmert sich darum, passt wunderbar. So, und die Imbissstände haben auch die nächste Geschichte schon durchgeforscht. Auch das wird wichtig. So, ein Riesenkänguru hatte Nachwuchs gerade eben. Da hüpft's weg. Da hüpft's weg. Wir müssen hier unbedingt mal anfangen, neue Sachen zu machen. Ein Babykänguru. Schönes Ding. Kleines Baby-Känguru. Okay, wir fangen jetzt mal mit folgendem Problem an. Wir haben mit Sicherheit schon wieder Riesenprobleme, was Nachwuchs anbelangt. Wir fangen mit den Koalas an, weil mit denen war es nämlich, glaube ich, beim letzten Mal schon schwierig. Wir haben hier Koalas, 3 Stück drin und davon ist ein Männchen sehr alt und ein Weibchen. Und wie ist denn mit dem Weibchen jetzt? Lass mal ganz kurz gucken. Das mit dem Männchen und Weibchen und so. Und hier, ne? Noah ist hier. Ist auch nicht der beste Part. Kein Partner. Futterbeschäftigung Spezies. Da haben wir ja jetzt diesen komischen Baum, ne? Den, warte mal kurz. Ja, warte mal, da war bei Einrichtungen, glaube ich, dabei. Ne, bei Gehege. Hier, Eukalyptusbaum. Machen wir das mal. Da ist gleichzeitig Futterbeschäftigung auch. Dann geht es denen nämlich auch einen Ticken besser, weil dann haben die nämlich hier auch mal ein bisschen Beschäftigung. Die Kängurus, die chillen hier rum. Überall.
dir bei mir ein Hobby oder Streamen mein Beruf und YouTube? Boss, bei mir ist Streamen oder YouTube alles nur im Prinzip. Ich betreibe das zwar gewerblich, ja, aber ich mache das tatsächlich mehr oder weniger als Hobby. Also ich lebe von meinem normalen Hauptberuf. Ach, Hämmchen, grüß dich, hi. Doch auch schon die Barriere, ja, 70%. So. Wir holen mal einen Tierpfleger, damit er hier ein bisschen Zeug versteckt. Da ist ein Koala unterwegs. Der Noah. Koala. Haben wir... Warte mal, jetzt gehen wir mal ganz kurz in unsere eigenen Tieraufbewahrung und dann gucken wir mal rein. Ah, jetzt! So, jetzt schauen wir mal schnell. Dreht gerade völlig durch. Tiermarkt ist heute kaputt, ha? Huh? Snowball Runner, grüß dich, ey. Geht aber nix, ha? Huh? Inspektor kommt bald, ja, okay. Erhaltene Belohnungen leer. Da haben wir aktuelle Transaktionen. Okay. Tieraufbewahrung. Da zeigt er uns aber komischerweise nichts an, ne? Und ein Tiermarkt lässt er uns gerade auch nicht rein. Okay, alles klar. Müssen wir damit leben. Ich schaue es mal bei unseren Finanzen aus. Mal ganz kurz reingeguckt. Ah, leichtes Minus letztes Jahr. Mal gucken, ob wir das dieses Jahr hinbekommen. Oh, hier gibt's Stress. Uff, Alter. Jetzt gibt's richtig Stress, ey. Richtig Stress. Jetzt haut er ab. Richtig Stress, Alter. Oh, hast du gesehen hier? Muskel. Voll gut. Nupolis, grüß dich, hi. Okay, da müssen wir mal reingucken. Ich würde es vorschlagen. Wir kommen ja halt jetzt in den Tierhandel nicht rein und in den Markt natürlich genauso wenig. Aber. Verletzt. Okay, packen wir mal einen raus. Da haben wir zwei drin. Haben wir hier keinen Ärger. So, rotes Riesenkänguru. Da haben wir allerdings schon ein anderes Problem. Also, die zwei älteren Damen kommen ins Handelszentrum. Warte mal kurz, wo ist er? Er ist das hier. Nee. Ist das er? Ah, versteckt sich doch nicht. Da ist er. Da hüpft er rum. So. Gera ist das. Und Gera ist eigentlich ein sehr solider Wert. Bei Gera ist echt alles 2D. Alter Schwede, haben wir hier viele Tiere. So. So, pack mal hier mal ein bisschen weniger Stress hier rein. So, da haben wir die alle eingelagert. Dann ist der Bereich jetzt erstmal safe. So. Oh, no. So, Schluss jetzt. Hier wird nicht geschmust. Okay, wir brauchen ein Koala-Weibchen. Das auf jeden Fall. Wenn nicht sogar zwei. Aber dann muss man hier ihn austauschen. So. Was haben wir hier? Imbissstände, nächste Forschung. Das ist gut, das will ich haben. Und die wollen nach oben. Ja, hoch hinaus. Bin ich mir bis heute noch nicht sicher, ob die nicht hier ausbüchsen können. So. Hier wird repariert, das ist schön. Ja, schaut gut aus. So. Okay, zurück zum Tierhandel. Ist irgendwie heute kaputt, kann das sein? Kaputter Tierhandel? Weiß ich nicht. Also. Auf ein neues. Na, Gott sei Dank. So. Also, wir wollen haben. Erstmal. Alle Werte über 50. So.
Dann wollen wir haben Dingos. Dass man da noch keine automatische Eingabe Dingo und dann zeigt er die an. Das finde ich immer noch doof. Bei Dingo geht's ja noch, aber wenn du da durchscrollen musst. Dallschaf finde ich auch gut. Dingo. Nein! Ich will nicht das Schaf. So. Gibt's echt nur ein einziges Dingo, was gut wäre. So wenig anständige Dingos? Gehen wir genau auf 50 runter. Vielleicht gibt es da noch ein paar mehr davon. Oder irgendeiner hat gerade seine Dingo-Zucht hier nicht im Griff. Na, jetzt gibt es ein paar mehr. Die sind alle schweineteuer. Ein Männchen, nimmer. Und dann haben wir hier noch ein Weibchen. Nimmer auch. Hier ist ein Dingo. Ivy ist das. Macht ihr hier? Harper? Layla! Layla ist hungrig. Warum ist das so? Wir könnten mal gucken, ob wir für die Dingos was zur Tierbeschäftigung noch haben. Ein Bambusfutterspender wäre doch cool. Müssen wir aber mehr als einen geben. Weil sonst drehen die wieder völlig durch, wenn nur einer wieder mit dem Bambusrohr spielen darf. So. Haben wir hier vorne? Ist eine Spendendose, ne? Hier aber nicht. Na, so geht's nicht, Freunde. So, hier wird gespendet, habe ich gesagt. Okay, jetzt stehen hier fünf Spender. So. Okay, Freunde. Also, es schaut gar nicht mal so schlecht aus. Koalas. Hast du Panda-Bären? Ja, tatsächlich nicht. Wir haben die Koala-Bären. Aber keine... Was ist hier schon wieder für ein Stress? Unfruchtbar verletzt. Auch mal hier ein bisschen Pause rein. Gucken wir mal einen Tierarzt. Sienna kriegt Verhütungsmittel. Nee, pass auf, wir machen das anders. Wo ist Noah? Da hockt er. Noah kriegt Verhütungsmittel. Der dürfte hier weiterleben, aber kriegt Verhütungsmittel. Dann braucht Sienna nämlich keins. Sienna hockt auch hier oben drin. Sienna bloß nicht. So. Und dann holen wir uns jetzt einfach mal ein Koala-Männchen dazu. Ist auch ausgewachsen, unfruchtbar. Und ich weiß nicht, wie alt Sienna gerade ist, aber wir brauchen auf jeden Fall einen neuen, schönen Koala-Bären. Schauen wir mal rein. So. Voila. Alter, was ist denn momentan die richtig guten Koalas sind sauteuer? 10.000, ja geht's noch. Auch nicht so überragend. 2.500, ey, für einen Koala-Bären, weißt du? Graubraunes Fell, weißer Bauch. Ist ja eigentlich schon schöner, ne? Ja, komm. Okay. Haben wir unsere neue Koala-Zuchtanlage. Ja? Steht wieder. Kommt bestimmt auch... Alter Schwede, was hier an Leuten rumläuft. Wahnsinn, wie viel haben wir denn? 2.000 Besucher gerade im Park. Hier könnten wir eigentlich auch mal was machen. Einrichtungen... My flight brought me back down, landscape.
Tür immer nur Geld klimpern, ne? Das ist Wahnsinn. Okay. Doggo Doggos. Ha, wie geht's euch, Dingos? Wer bist du? Ivy. Ich mag Dingos. Dingos sind so schöne Tiere. Oh, einmal ein Schlückchen. Muss man ein bisschen essen, ne? Dingo anschaust. Der ist auch. Dann kann ich das auch. Nam, 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 nam. Ups and the downs, my heart will never stray.